Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, ich hoffe, dass ich die Post höre, sollte sie jetzt gerade, also beziehungsweise DHL höre, sollten die jetzt noch heute klingeln. Das ist noch nicht ganz sicher. In der letzten Folge haben wir uns ja jetzt die, die Nachricht hier im Radio angehört. Uns fehlt aber immer noch dieses Zeichen. Der Anzug hat jetzt einen roten Streifen. Ja. Fehlt nur noch das AHC-Logo. Genau, genau das. Wie kriege ich das denn jetzt? Achso. So, problematisch ist nur, ich würde es ja gerne irgendwo ausschneiden. Aber das hat ja nicht so ganz geklappt. Wir haben ja schon mal probiert, was auszuschneiden. Fischfutter, Klebestoff. Also hier wäre zum... Achso, kann man das aus der Zeitung? Das habe ich noch nicht probiert, glaube ich. Kann man das aus der Zeitung ausschneiden? Was wäre das Leben? Ja, ach, das ist so nervig. Kann man nicht einfach mal... Nein, es ist keine Scherenzeit. Keine Scherenzeit. Mit dir kann man auch nichts Neues mehr machen, ne? Hallo. Hey, was darf sein? Irgendwas passiert heute Abend in Yelltown. Ha, oh ja, eine große Seagulls-Party nach dem Spiel. Party! Nein, ich habe einen seltsamen Funkspruch erhalten. Jetzt sei mal nicht so ein Spielverderber, Mann. Heute Abend geht's nicht um gruselige alte Radiosendungen. Es geht um Bierverkauf. Es geht um Football, verdammt. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Naja, ich gehe dann mal. Bis später. Okay, aber ich glaube, egal wen ich da gerne warnen würde, ich könnte jetzt niemanden warnen. Hi. Hey. Howdy. Warm-up-Party. Ich glaube, hier könnte heute Abend noch irgendwas Schlimmes passieren. Ja, wenn du ein Seagulls-Fan bist. Ich habe eine kryptische Nachricht per Funk empfangen. Heute Abend geschieht etwas in Yelltown. Du meinst die große Seagulls-Party? Er meint die große Raccoons-Party. Träum weiter, Dolores. Ich glaube, die Nachricht war eine Warnung. Oder irgendein Signal, oder... Klingt, als hättest du keine Ahnung, was los ist. Hab ich nicht. Na dann komm und guck das Spiel mit uns. Ich mach mir lieber weiter Sorgen. Sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht vor der Nachricht gewarnt. Jetzt hör aber mal auf damit. Ja, wir wollen uns hier das Match ansehen. Ich muss mal weiter. Bis später. Tschüssi. Also ich denke mal, dass das bei allen gleich ist. Oder wir müssen eine Person finden, die uns glaubt, wie zum Beispiel der Professor. Er wird es wahrscheinlich eher nicht tun. Ich sollte ihn nicht stören. Na gut, oder er redet gar nicht erst mit uns, das kann natürlich auch sein. Den einen hier vom Schrottplatz, da könnten wir nochmal mit sprechen. Der redet wenigstens mit uns, ob er uns das jetzt glaubt oder irgendwie versteht, wovon wir da reden. Das, ich meine, gut, helfen kann uns eh keiner, weil keiner genau weiß, worum es geht, ne? Hey, Leroy. Hey, Harper. Ich habe einen sehr seltsamen Funkspruch empfangen. Da waren Orte und Daten und irgendwas über Yelltown heute Abend. Was erzählst du mir da, Harper? Ich weiß nicht. Vielleicht passiert heute Abend irgendwas Schlimmes in Yelltown. Alter, das klingt ein bisschen paranoid, Kumpel. Warum machst du nicht mal ein Päuschen und guckst dir das Endspiel mit mir an? Ein anderes Mal vielleicht. Pass einfach auf dich auf. Vor allen Dingen hört sich das schon, so wie er redet, hört sich das tatsächlich so ein bisschen an, so nach dem Motto, da fällt bald eine Rakete auf uns nieder oder so. Sagt er das gleich? Ich habe einen sehr seltsamen Funkspruch empfangen. Da waren Orte, wo ja, okay. Ich weiß... Alter, warum machst du... Ein anderes... Bis später, Leroy. Was mich jetzt gerade... ein bisschen verwirrt hatte, war die Tatsache, dass bei den anderen das dann weg war und bei ihm ist es immer noch drin. Vielleicht können wir später nochmal mit ihm reden, das weiß ich nicht. Kommt zumindest so ein bisschen so rüber. So, tja. Ich habe ja schon alles ausprobiert im Endeffekt, ne? Ich habe schon probiert, das auszuschneiden, weil da ist ja das Logo drauf. Wir können es gerne nochmal probieren. Ja, ich habe auch die Schere genommen. Ha, das könnte funktionieren. Was? Hä? Du willst mich jetzt verarschen, oder? Junge! Das habe ich doch in der letzten... Nee, in der letzten glaube ich nicht. Ich glaube, in der vorletzten Folge habe ich das doch erst probiert.
Also, ja, wir haben es probiert, glaube ich, bevor wir den roten Streifen drauf gemacht haben. Aber dann... Hä? Willst du mich veräppeln? Okay. Ihh, klebrig. Ja, das sollte klappen. Sieht so aus, als hätte ich mir einen ziemlich überzeugenden RHC-Anzug gebastelt. Es ist ein Scherz jetzt, oder? Jetzt erlebt er mich wirklich sprachlos, ganz ehrlich. Also, das verstehe jetzt, wer will. Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich glaube, der Anzug ist soweit. Wunderbar, Harper. Gut gemacht. Exzellent. Dann haben wir ja alles. Außer, trotz größter Bemühungen ist es mir bisher nicht möglich gewesen, den Standort des RHC-Camps auszumachen. Ha! Sie haben Glück, Professor. Ich glaube, ich habe gerade jemanden getroffen, der weiß, wo das Camp ist. Fabelhaft! Warten Sie hier. Ich spreche mit ihr. Ja, cool. Brauche ich auch nicht rüberlaufen. Also, wo ist dieses RHC-Camp? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Niemals. Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Super Idee. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir. Git, ich hasse diesen Anzug. Ich würde sagen, der Anzug ist gerade das geringste Problem, Harper. Dieser Funkspruch, meine Güte. Was hat das wohl zu bedeuten, Professor? Ich denke, es bedeutet, dass wir uns beeilen müssen. Hier, nimm diese Spritze und hol eine Blutprobe, genau wie ich es dir gezeigt habe. Okay. Also wie damals, als ich meiner Mutter diese Injektionen geben musste. Nur andersrum. Genau. Also ziehen, ja. Ziehen wir das wirklich durch? Mach dir keine Sorgen, Harper. Deine Verkleidung ist wirklich überzeugend. Das ist vielleicht unsere einzige Gelegenheit, eine Blutprobe dieser armen Frau zu bekommen. Verhalte dich einfach so, als wüsstest du genau, was du tust. Geh rein, hol die Probe, komm wieder raus. Professor McBride, denken Sie, Patty, denken Sie, sie könnte noch leben? Naja. Finden wir es raus. Das ist auch so gar nicht auffällig, dass sie da direkt so ein paar Meter neben dem Typen hier stehen, ne? Der wird dann wahrscheinlich fragen, warum kommen sie mit so einem alten Mann und einer wie eine Journalistin aussehende Frau daher? Hey, bevor du gehst. Ja? Nimm meine Kamera mit. Versuch bitte im Camp ein paar Fotos zu machen. Was? Klingt ganz so, als würdest... Okay. Klingt ganz so, als würdest du gerne in diese widerliche Gummijacke schlüpfen. Lieben gern, Harper. Aber wir haben leider keinen Anzug in meiner Größe. Du musst es machen. Ah, verdammt. Mach einfach ein paar Fotos vom Gelände. Von Dingen, die dir interessant oder auffällig erscheinen. Und behandle Patty mit Respekt. Wenn sie... Naja, wenn sie noch... Alles klar. Ich schau, was sich machen lässt. Danke, Harper. Moment. Was? Sieht aus, als hätte hier vor einiger Zeit ein Feuer gewütet. Das Loch in der Wand wurde mit Maschendrahtzaun geschlossen. Ich frage mich, ob... Hey, der Eingang ist hier drüben. Ups. Ausweis bitte. Wie bitte? Du musst mir deinen Mitarbeiterausweis zeigen. Oh, den habe ich im Camp liegen lassen. Hast du nicht. Wäre der Ausweis nicht an deinem Anzug befestigt gewesen, hätte ich dich nicht auschecken lassen. Was ist passiert? Bist du auf Widerstand gestoßen? Vermutlich wurde er geklaut. Heiliger Adler. Gary, das ist ja mal wieder typisch. Was, wenn jetzt ein Unbefugter mit deinem Ausweis herumläuft?
Los, geh ihn suchen. Sofort. Ernsthaft? Ich dachte, wir kommen wenigstens mal hier durch. Obwohl, Moment. Gary hat er gesagt. Hat aber nichts hiermit zu tun, oder? Also nicht, dass man jetzt hier... Oder? Ich bin mir nicht sicher. Moment, versuchen wir mal eben was. Das war das Richtige, ne? Nein, es ist keine Scherenzeit. Ja, das war aber das Richtige. Nee, dann reden wir erstmal mit denen. Professor? Ja? Ich glaube, ich habe einen Weg ins Camp gefunden. Ich könnte durch den Zaun da hinten reinschleichen. Was ist mit der Wache? Gute Frage. Der Plan ist zu gefährlich. Im Dienste der Wissenschaft muss man immer Risiken in Kauf nehmen, Harper. Große Wissenschaftler haben sich stets in Gefahr begeben. Marie Curie, Timothy Leary, Nicholas Senn. Und hat Nicholas Senn seinen treuen Helfer auch in Gefahr gebracht? Naja, sein Assistent hat ihm geholfen, mit einer Pumpe 6 Liter Wasserstoff in seinen eigenen... Wissen Sie was? Ja. Ich hab's mir überlegt. Ich mach doch mit. Wie soll ich an die Blutprobe kommen? Benutz die Spritze, die ich dir gegeben habe. Versuch, so viele Proben wie möglich von der Patientin zu bekommen. Blech. Es ist nicht angenehm, ich weiß. Aber wir versuchen, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Naja, ich geh mal los. Gut. Ja, dann link doch mal einer hier den Typ für mich ab. Hallöchen. Bist du nicht ein wenig klein für einen RHC-Rettungssanitäter? Nein, der Anzug passt mir perfekt. Wovon redest du? Das war ein... Ach, vergiss es. Ich glaube, ich könnte durch den Zaun einbrechen. Das könnte klappen. Komm, ich lenke die Wache ab, während du dich reinschleichst. Wirklich? Bist du sicher? Sicher? Nein. Die verlorene Touristennummer habe ich bei dem da drüben schon mal versucht und es hat nicht geklappt. Aber es ist noch einen Versuch wert. Komm. Ist auch gar nicht auffällig. Sie schon wieder. Bon? Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass ich... Où was, c'est bus? Privatgelände. Kein Zugang. Muy gefährlich, comprende? La carte vin, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un gluten? Hören Sie. Entschuldigung, ich wollte eigentlich da hinklicken, damit er da hinläuft. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Nee, du sollst keinen Weg hineinfinden, du sollst das Ding aufmachen. Ich weiß aber nicht genau, Moment. Mit einer Schere? Ist das ein Nein, es ist keine Schere. Ja, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Pfeile wäre vielleicht ein bisschen... Ach so, Moment, man kann... Okay. In der Mitte ist doch dieses zum Schneiden. So, ich bin drin. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich hier? Eine ausgebrannte Kapelle. Gruselig. Patty muss in einem dieser Zelte sein. Huch, es ist fast leer. Die medizinischen Gerätschaften müssen in einem der anderen Zelte sein. Sicher? Vermutlich medizinische Geräte. Sie haben scheinbar noch einiges auszupacken. Das ist seltsam. Hier ist Patty auch nicht. Und ich dachte, sie hätten eine Menge medizinischer Ausrüstung hier drin. Hier ist nichts. Ich halte lieber etwas Abstand zu diesen RHC-Astronauten. Ich will niemandem erklären müssen, warum ich hier rumschleiche. Keine Patienten? Nanu, Halliwell wird ein Foto hiervon haben wollen. Hey! Oh, Mist. Was machst du da, Rekrut? Ich hab hier drin was verloren, genau. Ich dachte, ich hätte hier jemanden reinschleichen sehen. Warum hast du das nicht sofort gemeldet? Wie lautet deine Kennnummer? Feldstudie Phase 1. 31. Juli, Yelltown-Einheit. Um diese Verletzung der Dienstordnung kümmere ich mich später. Los jetzt! Raus hier! Ja, Sir!
Feldstudie Phase 3. 11. August. Greystone-Einheit. Was? Was zur Hölle geht hier vor sich? 16. August. Nimm die Kamera mit. Oh, was ist das für ein Idiot? Harper, bist du das? Was geht hier vor sich? Keine Ahnung. Hast du die Blutprobe? Nein, Patty war nicht da drin. Und die Kamera ist mir auch runtergefallen. Tut mir leid. Was ist passiert? Der Alarm ging los und plötzlich hatten diese RHC-Typen diese komischen Kanister. Ich glaube, sie gehen runter nach Yelltown. Kommt, von dem Hügel da drüben haben wir eine bessere Sicht. So ganz spontan kann ich jetzt einen spritzen. Oh mein Gott. Was machen die da? Versprühen sie irgendeine Art von Gegengift? Nein, für mich sieht das aus... Es sieht so aus, als würden sie den Erreger selbst verbreiten. Mhm. Was? Sie verbreiten die Krankheit absichtlich? Was? Das ist verrückt. Warum sollten sie das tun? Davor wollte Patty uns warnen. Verdammt. Ja, und mal wieder ist es bewiesen worden, ich habe einen guten Riecher. Ich habe doch gesagt, irgendwas läuft da komplett schief. Und das, wenn Sie schon von der Feldstudie sprechen, dann haben Sie ja irgendetwas selber in Auftrag gegeben, dass die Leute infizieren wollen. Können wir sie irgendwie aufhalten? Es ist zu spät, Harper. Du weißt, wie aggressiv dieser Virus ist. Wir müssen hier weg, so schnell wir können. Aber was, wenn ich Ihnen eine Probe dieses Erregers bringe? Die Kanister. Der Erreger muss in den Kanistern sein. Die Kanister? Harper, denkst du, du kannst ihnen im Schutzanzug folgen und uns einen dieser Kanister bringen? Klingt gefährlich, aber ich mach's. Okay. Ich mach's. Danke, Harper. Vielleicht ist es zu spät für unsere Freunde in Yelltown. Aber es ist unsere einzige Chance, andere Menschen zu retten. Okay, fahrt den Wagen vor. Ich beeil mich. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Ich auch. Warum stehen die jetzt auf einmal da auf dem Berg? Ach so, ich bin hier. Ich habe doch da gerade einen Kanister gehabt. Hey, was machst du da? Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Moment mal. Experiment gefährdet. Ich wiederhole. Experiment gefährdet. Ah! Okay. Hallo? Muss ich jetzt warten? Was soll ich denn machen? Muss ich jetzt warten, weil die sich immer da im Kreis drehen? Wieder da raus. Hey, du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Moment mal. Experiment gefährdet. Ich wiederhole. Experiment gefährdet. Was ist das für ein Idiot? Er sollte sich nur im Kreis bewegen. Mehr sollte der gar nicht machen. Puh. Der hat jetzt auch die Sprühpistole. Wenn ich nur irgendeine Waffe hätte oder so. Irgendeine Waffe? Was meint er jetzt mit Waffe? Und wieso hat er das Ding jetzt nicht mitgenommen? Hey, du da! Wo Ach, ist dein Alter, du sollst ihn untersuchen. Wie ist deine Kennung? Naja, eigentlich... Alle herhören! Experiment gefährdet! Eliminierung in Gang setzen! Ah! Boah, ist das nervig. Ob es für sie genauso schwierig ist, wie für mich durch dieses Visier zu sehen?
Hey, wo ist deine Ausrüstung, Rekrut? Ich, Wie ist deine Kennung? Naja, eigentlich... Alle herhören! Experiment gefährdet! Eliminierung in Gang setzen! Eben hat es doch geklappt, wenn ich da mit denen zusammen rumlaufe. Ich brauche einen dieser Kanister, die sie mit sich herumtritt, vermutlich. Hey, was machst du da? Du hältst dich nicht an den vorgeschriebenen Ablauf. Experiment. Kann ich einem der gelben Anzüge nicht irgendwie... Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh. Puh, das war knapp. Ach. Stehen bleiben! Auf der Stelle! Was? Ich... Wenn du versuchst, deine Kameraden zu rufen, mache ich aus dem Anzug Schweizer Käse. Ich hab gesehen, was ihr da veranstaltet habt. Was zur Hölle geht hier vor sich? Ich hab einen guten Tag heute. Du hast eine Chance, mir zu erklären, was hier los ist. Ich... Och nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Komme ich jetzt von einem Loop in den nächsten? Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!